Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast und mir zugucken möchtest, wie ich wieder ein Überraschungstauschpaket auspacke. Das hat mich gestern erreicht. Das ist ein Tauschpaket diesmal von der lieben Heike. Vielen, vielen lieben Dank. Es ist wieder ein Riesenpaket. Ich werde es euch mal kurz zeigen. Es steht wieder. Ein riesiges Paket hat mich erreicht. Ja. Ich bin ganz aufgeregt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen, vielen lieben Dank, das ist riesig. Und ich kann euch noch mal kurz erklären, Tauschpakete. Ja, das ist so ein bisschen überraschungsmäßig, so ein Hin- und Hergetausche, was man nicht mehr so braucht an Wolle oder eben als kleine Überraschung oder als kleine Geschenkidee oder wie auch immer, einfach mal so Sachen, die man rumliegen hat, die man tauschen kann. Genau, ich packe da meistens immer noch ein paar andere Sachen rein. Ja, es geht halt darum, auch anderen eine Freude zu machen. Genau. Ja, das ist so viel zu den Tauschpaketen. Ich hatte im Januar ein Tauschpaket mit Eventchen. Das Video findet ihr auf meinem Kanal. Einfach mal gucken. Eventchen hat auch ein Video gedreht. Das habe ich auf dem, in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr euch auch mal angucken. Und diesmal, die liebe Heike, die hat keinen YouTube-Kanal. Das ist ja egal, muss sie auch nicht haben. Und wir haben uns auch entschlossen zu tauschen. Beziehungsweise hat sie mich gefragt, ob ich auch Interesse hätte. Und ich habe gesagt, ja, einmal im Monat ist das ganz okay. Und sie ist jetzt mein Februar-Tauschpaket. Ne? Ich kann euch mal ganz kurz einblenden. Das Paketchen hat sie von mir bekommen. Das hat sie bei Facebook gepostet. Da könnt ihr gucken gehen in meiner Facebook-Gruppe. Hege mit Katrinchen Kirschblüte. Genauso wie der Kanal heißt, so heißt auch unsere Facebook-Gruppe und unsere Facebook-Seite. Und ja, da hat sie das gepostet. Und da könnt ihr ja mal vorbeistöbern. Genau. Ja. Ich packe das jetzt aus. Ich weiß nicht, wann ihr das Video seht. Ich weiß noch nicht, wann ich das hochlade. Was habe ich jetzt mit der Schere gemacht? Achso, hier. Ja, okay. Also es ist noch nicht offen gewesen. Wir machen das jetzt zusammen auf. Und ich sag mal so, ein Tauschpaket pro Monat und ein Unboxing pro Monat oder ein Haul, das ist ja eigentlich schon gut, ne, für den Kanal. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Deswegen habe ich gesagt, ja, einmal im Monat. Und da jetzt der Februar schon ran ist, ist das schon völlig okay. Genau. Ich bin ganz aufgeregt. Also, das Paket ist auch wieder so groß. Die Wändchen hier, es war auch so groß. Ihr seid doch verrückt, mir immer so viel zu schicken. Geht das so? Ja. Okay. Okay, dieses Paket ist ja bis zum Rand gefüllt. Oh mein Gott, so schön. Vielen, vielen lieben Dank. Da ist auch eine kleine Karte für mich dabei. Die lese ich mir mal ganz, ganz, ganz kurz durch. Ich hoffe, ihr seht das nicht. Weil ich sollte ja nicht dabei sein, wenn ich die Briefe, die Post lese. Quatsch, nein. Oh, danke schön. Das ist eine sehr liebe Nachricht. Ich schreibe dir nachher auf Facebook nochmal eine Antwort. Nein, Gott, ich bin noch nicht enttäuscht, um Gottes Willen. Ich denke immer, dass eher ihr enttäuscht seid, wenn ihr ein Paket von mir kriegt, weil ihr schickt immer so große Pakete los. Aber wir sprechen das ja vorher ab. Also das ist vorher alles abgesprochen. Und nein, ich freue mich doch. Besonders hier. Tee!
hat sie mir ganz viel Tees eingepackt. Ich packe die Tees jetzt mal nicht aus. Ihr seht ja, dass das Beutelchen voll gefüllt ist mit Tees. Aber guck mal, was ich heute anhabe. Ich habe Eventchens Jacke an. Ne? Passt. Und hier ist noch ein. Ist das so? Noch so ein Tütchen. Was ist das Schönes? Ist das eine Bienenblumenmischung zum Pflanzen? Das ist ja cool. Dankeschön. Das kommt, wir haben im Garten tatsächlich, haben wir auch so zwei so Wildbienenblumenecken. Keine Ahnung, da wächst ganz Wildes. Da kommt das bestimmt hin, dann machen wir das mit hin. Cool, dankeschön. Wir haben auch ein ganzes Tütchen voll. Ja. Da freut sich der Garten. So, ich nehme immer mal hier von oben weg. Oh, cool. Hier nehme ich euch mal was raus. Ihr seht ja, das Tütchen ist voll mit Blümchen. Hier sind einmal so gehäkelte Blümchen. Hast du die selber gemacht? Wegschmeißen. Hast du die selber gemacht? Die sind ja so fein. Ich bin ja Mrs. Häklerin, ne? Also ich könnte das gar nicht so fein häkeln. Das ist ja cool. Und dann haben wir hier noch kleine Satinblümchen. Cool. Sehr schön. Ja, da können wir bestimmt was Cooles machen, auf jeden Fall. Danke, 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 danke. So, was haben wir hier? Ein kleines Nadelkissi. Oh ja, Nadelkissi gehen immer. Aber ich muss bei mir immer aufpassen. Die eine Katze, ich glaube, ihr wisst, wer gemeint ist, der klaut sich immer gerne Nadeln. Also wenn ich so eine Nadelkissen benutze, dann muss ich die auch sicher von ihm verstauen. Und das hast du bestimmt selber genäht. Das ist ja cool. Vielen, vielen Dank. Ich sage das jetzt bestimmt bei jedem Teil, was ich hier rausnehme. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst nehmen soll. Reißverschlüsse. Ja, die kann man immer gebrauchen. Das stimmt. Obwohl ich tatsächlich mit Reißverschlüssen noch nicht genäht habe, das muss ich mir noch mal ausprobieren. Das sind halt ein paar schwarze und ein paar weiße drin. Und ich lasse das aber mal so sauber verpackt, weil die Katze hier rumschleicht. Ich habe damit immer gehäkelt. Also mein Bruder hat ein Kleingeld-Portemonnaie, das habe ich dem mal gehäkelt. Das hat er immer noch. Und da habe ich tatsächlich mal Reißverschlüsse verwendet. Ansonsten bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Und hier, jetzt kommt wieder was Selbstgemachtes. Oh, warum hast du denn so viele coole selbstgemachte Sachen reingepackt? Cool. Guck mal, so Servettenhalter. Und auch so ganz schick. Mit einem Knöpfchen. Selbst gehäkelt. Oh, cool. Ja, du willst mitgucken, ne? Muss man alles ein bisschen so beiseite räumen. Ui. Das muss ich mir nachher alles mal in Ruhe angucken. Aber für euch hole ich es mal ganz kurz raus, ja. Okay, ich wieder mit Zip heute, ne? Das habt ihr ja beim letzten Mal kennengelernt. Ich und Zip heute. Da sind so Bändchen. Du hast ja gesagt, dass das so Nähsachen sind. Da hast du bestimmt auch immer viel genäht, ne? Wenn du die solche Bändchen da hast. Damit kann ich euch bestimmt ganz viele Taschen zaubern. Apropos Taschen. Ja. Wir haben die 3000 geknackt, ne? Vielen, 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 vielen lieben Dank. Da freue ich mich sehr. Dann wisst ihr ja, was demnächst ansteht oder schon anstand. Oh, das ist so krass viel, ne? Also, boah, guck mal. Schön, oder?
Und alles so ordentlich. Cool. Und hier nochmal dieses Bändchen. Ich habe nicht ganz so viel Zeit. Die haben eben schon gesagt, ich soll nicht so lange machen. Ich muss das jetzt mal hier doch so unordentlich hinlegen. Oh, ganz viele Knöpfe. Eine Dose voll Knöpfe. Ich würde euch das gerne noch viel genauer zeigen. Aber meine Männer haben vorhin schon gemeckert. Oh, guck mal, die sind ja cool. Hier. Oder die da. Zeige ich euch doch mal. Du hast so viele schicke Nähsachen dabei da reingetan. Cool. Oder hier mit Herzchen. Oder so ganz große Knöpfe drin. Ne? Die stelle ich mir an den Tüchern noch gut vor. An meinen 20.000 Tüchern, die ich besitze. Cool. Die waren hier in so einem Döschen. Das habe ich dir eben gezeigt. Musst du mitmachen? Ja, er muss mitmachen. Komm, also, ab runter. Ne? Ab runter. Ey, Süßkram. Ich habe Süßkram gefunden. Schokolade. Ja, jetzt guckst du, ja? Und ihr sagt immer, ich soll nicht so viel machen, ne? Ihr habt ja ganz viel reingetan. Zum Häkeln und Stricken. Ich weiß gar nicht, ich will es jetzt gerade auch gar nicht so rausnehmen. Das sind 50 Meter. Komm, ich nehme es jetzt doch raus. Strickbändchen. Guck mal. Das ist aufregend. Ja, da muss ich mal gucken. Da muss ich echt mal gucken, was ich damit zaubere. Dann haben wir hier Gummibändchen. Einmal in 8 mm und einmal, das andere ist ein bisschen dicker, in 12 mm. Genau, das sind 12 mm. Dann haben wir was. Das wandert wahrscheinlich ins Kosmetikstudio. Weil die ganzen Vorhänge, die können sowas immer gebrauchen. Beziehungsweise habe ich das letztes Mal gesucht und dann habe ich mir welche gekauft. Und, und wenn ich dann in Urlaub gehe, dann mache ich immer die Vorhänge zu, damit keiner rinluxen kann. Und dann habe ich das nicht mehr so dran gefummelt gekriegt. Jetzt kann ich es mir neu dran fummeln. Dankeschön! Ja. Ja, also wie gesagt, immer mal so aussortieren, ja. Es sieht alles noch so neu aus. Ja, mal ein bisschen Neger in verschiedenen Farben mit Glitzer. Oder hier so ein elastisches. Ich denke, das da sieht elastisch aus, die beiden. Genau. Schön. Und ich kann noch gar nicht so gut sehen. Hier kommt mir die erste Wolle entgegen. 1, 2, 3. Oh, 4 Stück. Wir haben die Drops Lima in Lila. Ich zeig's euch erstmal so. Zwischenzeitlich luchse ich mal auf die Uhr. Und davon hat sie mir 4 Knäuel eingepackt. Ja, da zaubern wir doch irgendwas zusammen Schönes, ne? Wenn ich nicht spontan einen Pullover damit anstricke, mal gucken. Wie viel Lauflänge ist denn das? 100 Meter. Also 200 Meter. Ja, irgendwas mit Colorwork könnte man ja trotzdem machen. Ja, mit einem anderen Garn gemixt. Was haben wir hier Schönes? Das packe ich jetzt mal aus dem Wald.
Hier haben wir das sieht aus, als hätte ich das gesponnen. Weil ich doch auch immer so unterschiedlich und sämtliche Garne reinspinne. Das sieht tatsächlich aus, als hätte ich es gesponnen. Die Marke kenne ich auch gar nicht. Das sind 50 Gramm. Steht hier irgendwo. Die Lauflänge. Also für eine 3 mm Nadel ist es. Aber die Lauflänge kann ich jetzt nicht lesen. Popcorn heißt das, cool. Ja. Sieht echt so aus, als hätte ich es gesponnen. Davon hast du auch so viele reingetan. Da war der ganze Beutel drin. Cool. Dankeschön. Meintest du das schon mit dem Kontrastgarn, oder? Ach Gott, hier ist noch so. Oh, das ist ja auch cool. Oh mein Gott, es wird glitzerig. Und ist das verknistern? Und was ist das? Sehr lustig. Davon hast du mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Knäule reingetan. Das habe ich bei unserem Teddy noch gar nicht gesehen, dieses Glitzerknäuel. Aber ich habe mal ein Video gesehen, da hat das eine auch mit der Strickmaschine verstrickt. Vielleicht wäre das mal eine Idee, vielleicht probiere ich das mal aus. Dass wir da irgendwas Lustiges mit der Strickmaschine zaubern. Steht hier noch irgendwo was Wichtiges? Ja, also 50 Gramm, 70 Meter. Da habe ich es tatsächlich gefunden. Glitzer. Glitzer. Und das Tütchen sieht so hier aus. Genau. So. Oh, das Muskat. Muskat von Drops. Soweit ich weiß, hatte ich das auch noch nicht. Ich hatte ja bis jetzt die Belle immer genommen und die Safran. Jetzt kann ich aus das ein schönes Projekt. Das sieht auch aus, als ob wir wieder ein Sommerkleid zusammen häkeln, oder? Das ist das Oberteil und eine Bobble als Kleid. Das sieht auf jeden Fall, das ruft mich an. Es möchte ein Kleid werden. Und das ist auch schick. Achtung, jetzt kommt nochmal so ein Riesenknäuel. Von diesem Paket von Wolle Röde. Sind die alle von Wolle Röde? Und das ist 135 Meter auf 50 Gramm von Wolle Röde. So sieht das aus. Und einmal in der Farbe. Zweimal in dieser Farbe. Also das ruft auf jeden Fall nach Pullover. Wahrscheinlich. Und warte, davon zeige ich euch mal. Das hast du bestimmt auch für einen Pullover gekauft, oder? Das sieht sehr nach einer Pullovermenge aus, weil den hier von der Farbe haben wir 1, also 2, 4, 6, 8, 10 Knäule. Ja, also. Es ruft nach einer Pullovermenge irgendwie, also die drei Farben nochmal. Genau. Danke, 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 danke. Okay. So. Was haben wir hier Schickes? Hast du auch mit dran gesagt, dass ich auch Verschlussklett brauche. Wenn ich weiß, ich das nächste Mal wieder ein Kissen falsch nähe. Nee, aber die Dinger sind echt praktisch. Also, Dankeschön. Damit kann man einiges machen. Was ist denn das Hübsches? Ein
eine Kerze für den Hintergrund? Oh ja. Oh ja. Guck mal. Danke, 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 danke. Das kommt natürlich. Natürlich kriegt das einen Ehrenplatz hier hinter uns, ne? Also. Und dann auch noch mit Duftöl. Supi. Da freuen sich die Katzen. Was riecht denn hier wieder so? Ja, auf jeden Fall. Das kriegt auf jeden Fall einen Platz hinter uns. Dankeschön. Ich muss mit auf mein Foto. Es muss noch mit aufs Foto und dann seht ihr das im Hintergrund. Dann hat sie mir noch ein Buch mit eingepackt. Ein Nähbuch. Taschennähen. Mal gucken, ob ich die jetzt finde. Die sah irgendwie ganz richtig cool aus. Die Frage ist auch, ob ich euch das zeigen kann oder ob das ungünstig ist. Zum Beispiel. Ja, das ist sehr ungünstig. Aber ich habe hier mein Strickbuch noch. Guck mal hier. Das ist schon ganz cool. Das ist auch vor allen Dingen ist das einfach. Das sollte selbst ich hinkriegen. An der Nähmaschine und das habe ich noch gesehen hier. Beim Durchblättern. Hier, guck mal, sowas. Das liebe ich ja auch. Ja. Also, cool. Danke, 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 danke. Mein Bücherschrank wird schon wieder voller. Erst das Strickbuch und jetzt ein Taschenbuch, ein Nähtaschenbuch. Also, da gucke ich auf jeden Fall mal rein. Und mal gucken, ob ich was nachgemacht kriege. Cool. So, und dann hast du mir noch ganz viele Stoffe reingepackt. Ganz viele Stoffe. Ihr seid ja verrückt. Das ist ja schön. Ich hole das erstmal alles raus, dann zeige ich euch die Stoffe. Das ist ja auch cool. Guckt mal, Leute. Aus diesem Stoff Projekttaschen? Na? Aber meine 3000er Projekttaschen sind schon fertig für euch. Aber das wäre doch auch cool, oder? Auf jeden Fall gibt es für dich denn auch eine Überraschungstasche, die ich nähe. Da musst du dich denn überraschen lassen. Ivänchen hat ja ihre schon noch nicht. Ich habe sie heute verschickt. Ja, ich bin ja relativ oft lange im Laden und deswegen, dann komme ich immer zunächst zu diesen. Das ist auch so viel. Dankeschön. Und das hier ist ein ganz, ganz leichter. Das ist so ein kleiner Stoff, oder? Ich kenne mich ja nicht aus, ne? Wie gesagt, ich bin ja Anfängerin. Aber oh, das ist so viel. Da kann ich mir ja 5 Kleider draus nähen. Dankeschön. Ach Mensch. Und was haben wir hier? Das ist auf jeden Fall auch ein schöner Taschenstoff, weil der auch wieder ein bisschen griffiger ist. Und ich mag das ja, wenn die ein bisschen fester sind und dann muss ich die nicht verstärken. Ich mag verstärkte Taschen ja auch eigentlich gar nicht so doll. Ja. Weil ich ja meistens das in meinen Rucksack knautsche und da muss ja noch ganz viel andere Zeug rein und deshalb mag ich das lieber, wenn die so ein bisschen vom Stoff her schon ein bisschen fester sind. Die schönen Taschen. Und das hier, das ist auch so ein richtig schöner Stoff. Guck mal, und auch so viel. Da wird es auf jeden Fall wird's Projekttaschen für euch geben. Ja.
So, oh mein Gott. Also, die Katze ist auf den Kratzbaum gesprungen. Ich dachte, jetzt kommen sie und holen uns. Nein. Oh, Mensch, da sind auch wieder so viele schöne Sachen dabei. Ich freue mich riesig. Ich habe gerade die Kamera bewegt, es tut mir leid. Aber es ist immer so ein Riesenpaket, was ich zusammenpackt. Danke, 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 danke schön. Ihr gebt euch auf jeden Fall auch immer total Mühe. Auch Ivänchen hat sich total Mühe gegeben. Ihr müsst das nicht so verpacken, wie ich das mache. Ich mache das halt gerne. Aber das müsst ihr ja nicht so machen, wie ich das mache. Und oh, vielen, vielen lieben Dank. Natürlich freue ich mich und natürlich kann ich mit den Sachen auf jeden Fall was anfangen. Also. Und ihr habt bestimmt auch was davon. Also ihr kriegt auf jeden Fall ein paar Taschen daraus genäht. Wenn ich nicht noch irgendwas Cooles daraus machen kann. Ich muss mir das einfallen lassen. Also das wäre auch so cool für einen Camper, ne? Also, das ist ja genau mein Ding. Also das muss da irgendwie mit rein. Definitiv. Egal, was die Männer sagen. Ja, sehr cool. Auch die anderen Sachen. Vielen, vielen lieben Dank. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin schon ganz eingeschüchtert. Dankeschön. Ich schreibe dir auf jeden Fall heute noch. Aber dann hast du das Video noch nicht sehen können. Das werden wir später hochladen, denke ich mal. Oh, und zum nächsten Podcast wirst du auf jeden Fall bestimmt schon was sehen. Dein Kerzenständer. Ja, auf jeden Fall. Oh, der ist wirklich schön. Ich hoffe, der lebt auch eine Weile bei uns. Ist mit Katzen immer so ein Ding, ne? Falls jemand meine dicke Katze vermisst, ich hatte hier mal so eine dicke Katze, stehende getöpferte. Ja, die habe ich leider zerstört. Da war ich ganz so traurig. Die haben wir uns mal aus dem Urlaub mitgebracht. Weg ist sie. Schade. Okay, ihr Lieben. Falls auch du Interesse hast an einem Tauschpaket mit mir, ihr habt ja jetzt gesehen, ihr müsst um Gottes Willen da nicht immer so viel reinpacken, ja. Oder hast ja gesehen, was ich ihr geschickt habe oder was ich Ivänchen geschickt habe. Übrigens hat mir Pfirsichteufel geschrieben, dass die Videos auch noch online sind mit der. Ganz ruhig. Weil wir haben ja vor Jahren auch mal Tauschpakete gemacht. Und da die Videos hat sie auch noch oben, hat sie mir nämlich extra geschrieben. Okay, also falls du Interesse hast, auch an ein Tauschpaket, kannst du mich gerne anschreiben. Entweder auf Instagram, Facebook oder per E-Mail. Ich vergesse bestimmt die E-Mail unten zu verlinken. Es tut mir jetzt schon leid. Ja, also. Okay, und was wollte ich noch sagen? Ja, eben, dass ich das einmal im Monat. Einmal im Monat habe ich ein Tauschpaket vor. Februar ist jetzt weg. März kann noch jemand hier rufen. Obwohl das auch schon so semi-weg ist. Ich habe da schon wen ins. Also, ich habe mehrere Anfragen schon erhalten und ich habe da schon wen ins Auge gefasst, wer da als nächstes für März dran war. Aber ihr könnt gerne Interessen äußern und genau, das wollte ich sagen. Genau. Ansonsten, ihr Lieben, bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr wieder fleißig mir Däumchen da lasst, mir Kommentare schreibt und auch fleißig Abos da lasst, denn da freue ich mich. Da kriegt ihr auch immer schöne Gewinne. Wie gesagt, die 3000 haben wir ja voll und wahrscheinlich läuft das Gewinnspiel schon, wahrscheinlich nicht. Ich weiß ja nicht, wann das Video hier online kommt. Ich muss mich noch mal kurz beraten mit dem Chef, was der dazu sagt. Genau. Okay, ihr Lieben. Wir machen es nicht so lange. Ich wünsche euch was. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt schön kreativ und vielen, vielen, vielen lieben Dank. Macht's gut.